Die einen, die sehen das ganz positiv, toll, modern. Jetzt sind wir auch da, wo andere Industrien schon sind. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, was kommt auf mich zu? Und das ist eine Generationenfrage. Und das wird sich im Zuge der Zeit alles mehr und mehr in Richtung IT orientieren. Aber ich habe ein kleines persönliches Erlebnis. Draußen spazieren gehen mit den Hunden. Und der Landwirt, Nachbar, bleibt stehen. Und na, wie geht's und so weiter. Und dann sage ich, den Dünger, den du da verspritzt, ist ja Wahnsinn. Das fliegt ja alles auf die Straße, bzw. auf den Gehweg. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr gescheites Düngeroptimierungsprogramm hättet, wo dann auch die Maschine entsprechend eingenordet und eingestellt wird, dann könnte ich meine Kosten optimieren. Die jüngere Generation will heute vieles online erledigen, wie zum Beispiel sich informieren oder online bestellen, und dem müssen wir Rechnung tragen. Und jetzt haben wir einen Konflikt zwischen den stationären Vertriebsleuten und das Online-Geschäft, das keine Grenzen kennt. Das zu vereinen ist eine kulturelle und eine finanzielle Herausforderung, und da arbeiten wir dran. Da gibt es kein Patentrezept. Erstens, die Wettbewerbsfähigkeit, das muss auch so sein, wird gesteigert. Das heißt, die Kosteneffizienz wird optimiert, die Prozesse werden optimiert und vor allem die Betriebsmittel werden auch optimiert eingesetzt. Also es wird nicht mehr mit der Gießkanne gearbeitet, sondern sehr spezifisch an einem Schlag zum Thema Dünger, auch zum Thema Pflanzenschutz. Und das tut der Umwelt gut, das ist eine nachhaltige Wirtschaftsform. Und unterm Strich, letztlich muss es für ihn absolut von den Kosten her passen. Und dann kann er auch in diesem internationalen Konzert, und die Landwirtschaft ist heute ein globales Geschäft geworden, wieder besser mitspielen. Schauen Sie in Südafrika, wo wir ein Joint Venture mit Barloworld haben, ist es bei der Größenordnung der landwirtschaftlichen Betriebe, mindestens 1500 Hektar, das ist der Durchschnitt, unglaublich wichtig, dass Sie genau wissen, wie viel Dünger, wo, der Zustand des Bodens und so weiter. Und das können wir quasi auf einen Quadratmeter genau runterbrechen über die Auswertung der Satellitendaten. Wir haben dazu eine eigene Firma, der ist Vista GmbH, und unsere Spezialisten. Hier geht es auch wieder um Wettbewerbsfähigkeit, Kosteneffizienz, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Wir sind gerade in der sogenannten Acceleration Period. Das bedeutet, es werden die Geschäftsmodelle der 6 Gesellschaften und Unternehmer evaluiert, überprüft und dann auch entschieden, mit wie viel Geld gehen wir hier rein. Es geht um Drohnen, es geht um Livestock Management, es geht um alle möglichen Dinge. Wir hatten weltweit Bewerbungen in der Größenordnung von 264 Geschäftsmodellen. Daraus wurden 6 herausgefiltert. Jedes Geschäftsmodell wird unterstützt durch einen Mentor. Naja, und wenn es was ist, zahlen wir natürlich auch die Working Capital und Investitionen. Also erstens, ich glaube, wir werden eine Konsolidierung in Europa sehen. So ähnlich wie das in UK und in anderen Ländern schon über die Bühne gegangen ist. Zweitens, der Landwirt wird sich mit Hochtechnologie intensiv beschäftigen müssen. Das heißt auch, die Ausbildungsberufe, die Studiengänge müssen sich da besser anpassen. Der dritte Punkt ist, ob es uns gefällt oder nicht. Mit Ideologie kommen wir hier nicht weiter. Die Landwirtschaft ist ein globales Geschäft. Und das oberste Ziel muss sein, 20, 50 oder 40, wann auch immer, 10 Milliarden Menschen auf diesem Globus zu ernähren. Das ist das ultimative Ziel.